Berichterstatter und der Kommission. Vielen Dank. Stadler. Schönen Dank, Kollege Stadler. Frau Präsidentin, von den 80 Milliarden für Horizont 2020 fließen alleine 144 Millionen Euro in die Stammzellenforschung. Und um es gleich vorwegzunehmen, weil der Fragesteller, der Kollege Obermeier, das missverstanden hat, es geht nicht darum, Stammzellenforschung generell zu verbieten, sondern die embryonal tötende Stammzellenforschung ist zu verbieten. Und die ist ethisch untragbar, für mich ethisch vollkommen inakzeptabel. Es gibt Alternativen dazu. Es gibt Alternativen etwa im Bereich der adulten Stammzellen, des Nabelschnurblutes, wo Stammzellen gewonnen werden können, oder die sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen, die ebenfalls eine Alternative darstellen, wo man keine Embryonen töten muss. Alternativen sind vorhanden. Und das ist auch das Anliegen der Bürger. 1.896.000 Menschen haben eine Petition an dieses Parlament unterschrieben, wo sie diese Stammzellforschung, die embryonal tötende Effekte hat, ablehnen. Auch der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 18. Oktober 2011 gesagt, im Verfahren Brüssel gegen Greenpeace, dass es inakzeptabel ist, Patente zu patentieren, bei denen Embryonen vorher getötet werden müssen. Daher bitte ich Sie, diese beiden Quellen, das heißt den Bürger, der seinen Protest mit 1.896.000 Unterschriften für die Bürgerinitiative One of Us zum Ausdruck gebracht hat, und den Europäischen Gerichtshof wenigstens ernst zu nehmen und diese embryonal tötenden Stammzellenforschungen zugunsten der Alternativen einzustellen. Das ist mein ethisches Anliegen. Wenn Sie das dem nicht nachkommen werden, werde ich das nicht unterstützen können. Schönen Dank. Paul Rübig, bitte. Recht herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Möchte Irland und der Kommissarin recht herzlich danken. Heute sollte eigentlich ein Feiertag sein. Dieses Forschungsprogramm zu verabschieden, ist für uns und für Ihr Team, glaube ich, einer der größten Erfolge der letzten Jahre, weil es in die Zukunft weist, neue Beschäftigung, dementsprechend